Kipiani Nummer 11 Schengelia. FC Karzersina Tor mit Grapentin. Nummer 2 Brauer. Nummer 3 Hoppe. Mit der Nummer 4 Schilling. Nummer 5 Kurpjoweit. Nummer 6 Schlupphase. Nummer 7 Krause.
Liebe Zuschauer, in der 63. Spielminute das 0:1 Torschütze für den FC Carl Zeiss Jena, Gerhard Hoppe, Nummer 3.
In der 76. Spielminute Spielerwechsel bei FC Carl Zeiss Jena. Für Andreas Pilau Nummer 9 kommt 9. Das Spiel mit der Nummer 15 Thomas Töpfer. Spielminute. Neuer Spielstand 2:1. Torschütze für Dynamo Tiflis, der Spieler mit der Nummer 6, Vitali Daraselia. FC Carl Zeiss Jena hat noch einmal ausgewechselt für Hoppe Nummer 3, 9 Spiel mit der Nummer 13, Ulrich Oevermann. Fußballfreunde, der Sieger im 21. Finale, der europäische Pokalsieger, heißt
Dynamo Tiflis. Die Mannschaft aus Georgien besiegt im Finale den FC Carl Zeiss Jena mit 2:1. In der 63. Spielminute 0:1 durch Hoppe. 67. Spielminute 1:1 Buzajew und in der 87. Minute 2:1 durch Karaseli. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr herzlich, bleiben Sie auf Ihren Plätzen und geben Sie zum Abschluss einen würdigen Rahmen. Bleiben Sie bei der Siegerehrung. Die Siegerehrung erfolgt jetzt durch den Präsidenten der Europäischen Fußballunion, der UEFA, Herrn Dr. Artemio Franchi, in Begleitung von DFB-Schatzmeister Egidius Braun, den beiden Vereinsvorsitzenden Dr. Václav Schira und dem Generalsekretär der UEFA, Hans Bangerter. Meine Damen und Herren, aus der Hand des UEFA-Präsidenten Dr. Artemio Franchi erhält nun der Kapitän von Dynamo Tiflis, Alexander Chiratze, für seine Mannschaft den Europapokal der Pokalsieger 1981. Herzlichen Glückwunsch! Kann ich nicht mehr machen, ja, dann müssen wir weitermachen. Oh, Mannschaft. Liebe Zuschauer, jeder Spieler bekommt nun von der Europäischen Fußballunion eine Medaille. Die Siegermedaille, ebenso die zweite Sieger anschließend, die Silbermedaille. Ebenso herzlicher Glückwunsch an die Mannschaft von FC Carl Zeiss Jena und ihren Kapitän Lothar Kurpjuweit. Liebe Fußballfreunde, meine Damen und Herren, im Namen der UEFA und des Deutschen Fußballbundes danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch beim heutigen Pokalfinale. Herzlichen Dank dafür. Eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen im Düsseldorfer Rheinstadion. Und noch einmal ein herzlicher Glückwunsch und Beifall, meine Damen und Herren, für beide Mannschaften, den Sieger des heutigen Abends, Dynamo Tiflis und den FC Carl Zeiss Jena.